Hallo, grüßt euch, die Kanal-News heute am Sonntag, den 21. November 21, News-Ausgabe Nummer 47 in diesem Jahr und auf diesem Kanal. Und da ist ein Frosch im Hals. Und gleich geht's los. Hallo, grüßt euch zu einem neuen Video hier auf YouTube. Ich bin Björn und ich freue mich mega, dass ihr da seid. Heute die Kanal-News am Sonntag, den 29. November 21. News-Ausgabe schon wieder Nummer 48 in diesem Jahr und auf diesem Kanal. Und wie gesagt, heute das Startvideo für die nächsten Adventskalender-Videos der nächsten Wochen, wo wir uns hier gemütlich über die Weihnachtszeit vergnügen dürfen mit jedem Tag ein Video mit coolen Gewinnspielen und weiteren coolen Sachen. Aber dazu weiter ein bisschen mehr im Fortgang der News heute noch. Ein paar Themen. Kleiner Rückblick in die letzte Woche, wie üblich in dem News-Format. Am Sonntag wird sich auch einfach so bleiben. Die Woche war ruhiger, Thema Videos, ist klar, weil halt einfach auch der Marathon bevorsteht von mir, von jedem Tag ein Video für fast 4,5 Wochen. Tja, und am Montag war das Video raus, Gruppen in der Biken in der Gruppe, so rum, war ein Video einfach, wo wahrscheinlich aus meiner bisschen Erfahrung raus, wo ich auch mit relativ unterschiedlichen Gruppen und unterschiedlichen Radertypen in Gruppen gefahren bin, sowohl mit Biobikes als auch mit E-Bikes in gemischten Gruppen, was für mich nie ein Problem war und immer nur ein riesen Fun-Faktor war. Klar, kleine Frotzeleien gehören dazu von beiden Seiten, aber ich denke, das macht die Sache ja einfach auch spannend, einfach nur schön, dass man halt einfach da auch klein bisschen miteinander Spaß haben kann. Deswegen dieses Video über das Biken in der Gruppe am Montag, so ein bisschen meine Erfahrungen dazu und wie ich da damit umgehe und wie ich mittlerweile schon einige Touren gefahren bin und die auch sehr positiv dann zum Ausklang kamen mit dem schönen Grillabschluss. War immer richtig, richtig schön, deswegen dieses Video. Alle Videos diese Woche, wie üblich, oben und Ecke verlinkt, also unten in der Beschreibung, die könnt ihr euch dann alle einfach nochmal anschauen. Am Freitagsvideo ging es ein bisschen darum, das Thema Lion Smart Charger und Thema Winterschlaf. Hier liegt der Kerl nämlich jetzt auch schon mal in seinem neuen, schönen, schnuckeligen Zuhause. Da wird es auch dann nächste Woche noch dazu ein Video geben, aber gleich noch ein bisschen mehr dazu am Ende. Wie gesagt, am Freitag das Thema Lion Smart Charger, Winterschlafmodus. Wie kann ich meinen Akku, der schon immer ganz so arg frisch ist, einfach auch vernünftig am Leben halten und auch über die Winterzeit bringen, dass ich nochmal eine Saison mit ihm fahren kann. Klar, ein neuer Bike-Akku macht im Winter problemlos mit. Ein Akku, der ein klein bisschen in die Jahre kommt, dementsprechend kann man auch nochmal retten, dass er nochmal eine Saison oder zwei länger durchhält, wenn man nicht allzu weit in die tiefen Entladungszone rauschen lässt. Unter dem Video waren ein paar Kommentare, auch ein bisschen dahingehend oftmals, einmal wie es mir geht, ich fahre einfach durch, klar, völlig, ich bräuchte die Funktion gar nicht, aber ich finde es einfach wichtig, weil manche Kommentare waren, ich schaue einfach mal nach dem Akku und laden ab und zu mal nach. Naja gut, der Winter sind halt bei uns 4 bis 6 Monate und irgendwann vergisst man auch mal was, das nachzuladen, dann ist der Akku vielleicht doch mal kaputt. Deswegen finde ich diese Funktion, dass es automatisch läuft, mit dem Lion Smart Charger echt richtig cool. Habt ihr ja auch den View-Zahlen nach das Video ein klein bisschen gefeiert. Soweit, schaut mal rein in die Marathonwoche der Adventszeit, wo ich euch ein bisschen was zurückgeben möchte, was auch ein klein bisschen auf dem Kanal hier so gestanden ist, auch an Kooperationen und auch ein bisschen an ein paar Gewinnspielen, ein paar Preisen, die ich ein bisschen weitergeben möchte. Gehört einfach dazu, in der Weihnachtszeit auch ein bisschen was zurückzugeben. Und da haben wir heute gleich das erste Gewinnspiel, werden wahrscheinlich so 8 bis noch ein paar mehr Gewinnspiele haben, die wir alle am Heiligabend dann auslosen werden im Livestream und dann gucken wir mal nach, wer die Preise alle gewonnen hat. Heute fangen wir aber an mit dem Kanal internen Geschichte, weil ich finde es einfach nur cool, wir haben geschafft, letzte Woche die 5000 Abonnenten, das finde ich megamäßig cool, das ist für so einen Kanal ein relativ großer Meilenstein, um einfach vernünftig zu wachsen, was einfach wichtig ist. Und dazu haue ich einfach jetzt mal von der Kanalseite raus, heute zum Start in diese coole Adventszeit. Ihr könnt einmal gewinnen diesen Kanal-Hoodie, den internen Kanal-Hoodie. Wird auch einen Merch-Shop demnächst geben, allerdings, da wird es andere Hoodies geben. Das heißt, ihr könnt genau diesen, den ich jetzt anhabe, seit ja, mehreren Wochen schon immer wieder beim Dreh, den könnt ihr einmal gewinnen, natürlich in neu und eurer Größe, natürlich auch klar.
Wie könnt ihr mitmachen? Wie üblich, relativ einfach. Ihr findet, wie ihr neben mir seht, einen Instagram-Post. Diesen Instagram-Post auf meinem Profil, den müsst ihr einfach mit einem Kommentar versehen. Jetzt einfach Obacht, nicht nur ein Kennwort, sondern lasst euch einfach mal einfallen, warum gerade ihr diesen Hoodie gewinnen wollt. Und alle, die jetzt den kreativsten Kommentar haben oder den kreativsten Kommentar, der einfach rauskommt, der gewinnt dann den Kanal-Hoodie im ersten Adventskalender-Türchen quasi, heute noch nicht ganz, aber quasi zum Start der nächsten coolen Zeit über die Weihnachtstage oder Adventstage hinweg. Für euch haben wir den einfach da raus von Kanalzeiten weg. Also, ganz simpel. Einfach auf Insta gehen, diesen Post, den ihr neben mir seht, einfach mit einem coolen Kommentar versehen, warum ihr diesen Hoodie gewinnen wollt. Und dann seid ihr auch dabei. Und dann suchen wir mal raus, wer den coolsten Kommentar geschrieben hat. Also, bis euch ein paar kreative Ideen einfach auch einfallen. Dann gehen wir mal nächste Woche rein und nächsten Wochen. Wie gesagt, wir werden ganz, ganz viele Produkte haben auf dem Kanal, werden Weihnachten haben, wir werden Weihnachtsgeschenktipps haben hier auf dem Kanal für Radler, was man da alles so brauchen kann oder auch nicht, wie auch immer man sehen mag. Um die Themen wird es einfach gehen. Hauen ein paar Sachen raus und gehen einfach die Weihnachtszeit ein bisschen harmonisch an. Und ich denke, wir können uns ja dann in den aktuell doch ein bisschen schwierigeren Zeiten, muss man es auch wieder sagen mittlerweile, und wir doch vor einem größeren Corona-Problem stehen, deswegen dann doch mit coolen Videos hier auf dem Kanal und einer coolen Community, wo wir alle zusammen haben, einfach doch ein bisschen schöner machen. Und ich denke, Radeln wird immer mehr oder weniger gehen, wobei bei uns heute Morgen der Schnee gefallen ist und wir hier im Schwarzwald auf den Höhenlagen, so um die 800 Meter, schon mal gute 20 Meter Neuschnee gefallen gehabt haben. Also richtig, der Winter lässt grüßen. Also dann doch auch einiges in diese Richtung, wobei so zum Radeln einfach nicht abhalten. Nächste Idee, nächste Woche wird kommen, der Lion Smart Charger mit seiner neuen Halterung, seinem neuen Zuhause wird es ein Video geben und ich glaube ganz viele spannende Produkte, deswegen lasst einfach mal auf dem Kanal ein Abo da, lasst gleich mal ein Like da und folgt mir auch auf Insta und dann können wir nächsten Tage und Wochen und Monate hier auf dem Kanal gemeinsam richtig cool begehen. Also, bis nächsten Mal, ich freue mich auf euch, macht's gut und bis dann, ciao und einen coolen Start in der Adventszeit, die nächsten Wochen, macht's gut.